Willkommen zum Rüdiger Bormann, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und als solcher dann auch als Lehrer und Quereinsteiger für Elektrotechnik und Informatik in der Berufsschule tätig und im August 2021 von Berliner Schulsenatorin wegen privater kritischer Videos über Corona-Maßnahmen fristlos entlassen. Ja, vorher sehr, sehr viel mit Aufklärung sich immer wieder abgesichert. Ist das so in Ordnung? Und ne, also wenn wir dort informieren, die Schüler, ne, Vor- und Nachteile, Blickrichtungen, also alles das, was man eigentlich vom guten Lehrer erwartet, dass er eben nicht einseitig Propaganda macht für oder gegen solche Sachen, sondern eben sagt, okay, lass uns abwägen, lass uns schauen, was sind die Fakten, bringt welche mit. So, und dann fristlos entlassen. Und zum Zweiten, also er hatte eine Kündigungsschutzklage, wurde jetzt gewonnen. Und vielleicht gehen wir da als erstes mal rein, Rüdiger, dass du erzählst, diese Kündigungsschutzklage, die du dann durchgeführt hast, wie ist da der Stand? Und ja. Ja, also guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einladung hier, dass ich das mal berichten kann. Diese fristlose Kündigung kam tatsächlich für mich doch holter die Polter. Ich habe zwar gemerkt, dass da Stress da ist bei den Autoritäten über mir, ja, weil die wollten ja die Maßnahmen umsetzen. Und ich bin ja eigentlich ein Dauerkritiker. Ich bin mein ganzes Leben lang überall immer nur Opposition, weil, nun gut, das hat mich auch zu meinem Ingenieursberuf dann geführt, den ich ja zuerst ausgeführt hatte, bei Siemens fast 20 Jahre lang in der Softwareentwicklung. Und meine Guidelines sind da immer, kritisiere, was zu kritisieren geht, dann fällst du auch nicht in den nächsten Tümpel oder so, weil du über irgendwas stolperst. Also für Ingenieure ist da Murphy die oberste Guideline. Ja, was schiefgehen kann, geht auch schief. Kümmere dich um die kleinste Kleinigkeit. Sei pedantisch bis zum Letzten und ja, es gibt halt Leute, die sind so und ich bin so, ne? Und das war eigentlich auch immer ganz gut, weil wenn ich dann ein Plakat gemacht habe für die Schule und das an die Wand gehängt hatte, dann stimmte das auch. Das ist tatsächlich so, dass die Schulaufsicht konnte mir keinen einzigen fachlichen Fehler vorwerfen, ne? Aber dieses Rumgenörgel an den Corona-Maßnahmen vielleicht, was ich so ein bisschen so gemacht hatte, ich habe dann auch meiner Fachleitung da und dem Direktor quasi mal empfohlen, den Bhakti zu lesen, haben die tatsächlich auch gemacht. Aber die Propaganda, die da von außen kam, die hat immer noch gereicht, bei denen wieder Zweifel zu sehen, ob das denn jetzt so richtig ist, was der Professor da so schreibt. Ja, ich hatte daran keine Zweifel. Ich habe auch die RKI-Berichte damals gelesen. Ich wusste, wie wenig die Schüler quasi Überträger sind. Es hat dann tatsächlich noch darauf aufbauend in Berlin eine Schulstudie gegeben. Das war die sogenannte Berliner Corona-Schulstudie, die von der Charité durchgeführt wurde und wo ich dann natürlich dann auch dachte, ja, da geht ja alles seinen richtigen Gang, die müssen doch dann wissen, was dabei rauskommt. Aber nein, dabei ist nicht das rausgekommen, was die haben wollen und dann ist das ganz schnell in der Schublade verschwunden. Und ja, und ich habe dann auch natürlich teilgenommen an den großen Demos und die hatte ich vorher dann auch noch auf dem Schulverteiler angekündigt. Das war ja alles schon ganz schlimm, dass ich das gemacht habe, weil die Propaganda, die erzählte dann ja auch gleich Querdenker und Verschwörungstheoretiker und das geht ja gar nicht, dass einer was von dem Bhakti da empfiehlt. Ne? So, ich meine, das ist nicht mein Unterricht gewesen, davon mal ganz abgesehen. Aber wo wir doch gerade waren bei der intrinsischen Motivation, man kommt rein in den Raum, da sitzen 30 Schüler, gucken einen an, was machen wir denn heute? Ne? Ja, wie geht's euch? Das ist doch ganz klar, nach dem, was wir eben schon mal gehört haben. Also man möchte die Schüler ja auch da abholen, wo sie gerade stehen. Und bei mir gehören aktuelle Themen immer dazu. Das denkt man vielleicht nicht gleich so, wenn man an Techniklehrer denkt, aber wenn ich eine Webseite programmiere, die braucht auch einen Inhalt. Und da kommt dann irgendwas rauf, was denn gerade aktuell ist, ne? Und wenn das dann mir gefällt, was die Kollegin in Betriebswirtschaft macht, dann ist es eben Betriebswirtschaftsthema. Oder wenn in der Zeitung was steht über Fridays for Future, machen gerade eine Demo, oder machen wir eben Plakat über Fridays for Future. Bin ich auch mal zur Demo gegangen da und habe mir das mal angeguckt, was die da machen. Ein paar kritische Anmerkungen in der Schule dann auch dazu abgelassen, fanden die dann auch nicht gut. Dann habe ich angefangen, das weiter zu unterfüttern. Fanden die auch nicht gut, ne? So immer so einzelne Kapitel mal ins Lehrerzimmer gelegt.
mal einen demokratischen Widerstand mal mitgebracht bei Corona. Und dieses Ganze, was da zusammenkam, das hat schon so einen Widerstand gegen mich provoziert, glaube ich, dass die dann letztendlich sagen, den müssen wir jetzt unbedingt hier rausschmeißen. Und die Schulsenatorin hat ein Video zum Anlass genommen, wo dieses Schild zu sehen war, was manche Leute für ein Konzentrationslager halten, wo dann Impfung macht frei draufsteht oder sowas. Weil der Markus Söder hatte zu dem Zeitpunkt einen Beitrag gebracht, so einen kleinen Tweet, ne? Impfen ist der Weg zur Freiheit. Das Du bist jetzt nicht zu hören. Hast du irgendwo drauf getippt? Guck mal, ob dein Mikro aus ist. Oha, ist das jetzt gerade eben ausgegangen? Also, ja, war nicht der Start, sondern Okay, ich das. dachte, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also, der Fernsehturm war dann noch Wir haben da? gehört bis zum Söder, der den Tweet gemacht hat, ne? Also auf Okay, den Weg dann ja, bezogen also hast du den das Söder. Video, da ging es eigentlich nur darum, einen österreichischen Rechtsanwalt vorzuspielen, der ja vielleicht für sich allein zu langweilig gewesen wäre. Deswegen habe ich als Lehrer, der Videos quasi auch geschult hat in der Schule, allerdings mehr technische Qualität, auf meinem privaten Kanal einfach eine Videokollage zusammengeschnitten aus Zeugs, was damals im Internet da war. Und das Wichtige war der Brunner am Ende, der eben erklärt, die Freiheit muss man sich nicht erarbeiten, sondern die hat man als Mensch. Fertig, ne? Und das hat er auch begründet mit den entsprechenden Gesetzen, die sich aus der Verfassung ergeben und hier in Deutschland aus dem Grundgesetz. Und das fand ich alles so gut, dass ich dann eben dachte, okay, dann nehme ich erstmal diese provozierende Grafik als Teaser so, damit die Leute draufklicken. Dann nehme ich als zweites den Tweet vom Söder, damit die Leute wissen, was ich hier eigentlich angehe. Dann nehme ich als drittes einen Ausschnitt aus The Network, wo ein Journalist sich aufregt über das, was die Medien gerade machen und schreit dann immer bloß, die können mich doch alle am Arsch lecken. Und dahinter kommt dann der Brunner und klärt die ganze Sache auf und sagt, hier, guck mal, ihr habt hier gar nichts zu melden, ihr lieben Politiker. Ich habe meine Freiheit, ich habe meine Würde und das, was ihr jetzt gerade von mir wollt, das möchte ich mal ganz in Ruhe und angstfrei mit euch diskutieren. So, das ist meine Grundhaltung, ne? Weil ich bin ja als Quereinsteiger in die Schule gekommen und da war es ja eigentlich ganz klar, ich mache einfach mal das zweite Staatsexamen nach. Dann bist du auch ein bisschen sicherer, dann kannst du auch die Schule wechseln, kannst auch woanders hingehen. In meiner jetzigen Situation ist es natürlich gut, dass ich diese tatsächliche Lehrerausbildung habe. Ich könnte jetzt jederzeit wieder irgendwo, sage ich mal, in eine nichtstaatliche Schule hier in Berlin wechseln, aber natürlich in anderen Bundesländern auch in staatliche Schulen. Ich habe die Ausbildung. Warum mache ich das nicht? Na, ich stehe im Prinzip kurz vor der Rente. Jetzt noch was Neues anzufangen hier, das macht irgendwie keinen großen Sinn für mich. Vor allen Dingen bin ich auch ein bisschen traumatisiert durch diese Situation, dass also einem Lehrer, der jetzt wirklich 10 Jahre lang da unterrichtet hat und auch die Dinge, die in der Lehrerausbildung eigentlich richtig sind, nämlich zu betonen, hey, du musst dafür sorgen, dass die Kinder in einer angstfreien Atmosphäre sich befinden, anders kannst du denen nichts beibringen. Ne? Meine erste Frage beim Einstieg ins Lehrerdasein war ja auch, wie funktioniert Lernen überhaupt? Ich habe mir wahnsinnig viel angeguckt vom Professor Dr. Dr. Spitzer und der sagte, Kinder können gar nicht lernen, ne? Also, oder überhaupt, es gibt gar keinen Menschen, der nicht die ganze Zeit immer irgendwas lernt. Es kommt bloß darauf an, was machen die gerade in diesem Moment? Womit beschäftigen die sich gerade? Wenn es jetzt gerade das Handy ist, dann lernen sie eben das, was sie mit dem Handy machen, ne? Wenn sie, ja. Rüdiger, was man dir ja jetzt vorgeworfen hat, ist das Thema, sag mal, Volksverhetzung, oder was ist dann dir unterstellt worden, dass man dich so Ja, missbraucht hat? das ist halt so tatsächlich, dass die Schulbehörde ja bloß noch so einen Auslöser brauchte, um dann einfach mal zu sagen, die wollen wir jetzt endlich loswerden. Und die haben dann einfach behauptet, das Zeigen dieses Bilds wäre eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ja, und Ja, okay, das Ding wieder.
Dann haben sie einfach mal eine Kündigung nach der nächsten rausgehauen, dann folgten weitere Videos und, wo sie sich einfach an irgendwelchen Nebensätzen abgearbeitet haben und auch eine bekannte Rechtsanwaltskanzlei hier in Berlin dahinter gesetzt haben, um mich da irgendwie in die Tonne zu treten und fertig zu machen. Und die Medien haben ja auch Und ins gleiche Horn medial. getrötet und die Menschheit hier beschallt und von Nachbarn mussten wir dann uns dann anhören, oh, Familie Corona-Leugner, ne? So ein Mist musste ich mir sogar heute noch wieder anhören, wo ich hier durch die Stadt gegangen bin. Irgend so ein Was denn Jugendlicher noch? grölte mir dahinter. Ah, Herr Bormann, Herr Corona-Leugner, ist mir das jetzt das erste Mal tatsächlich draußen passiert. Aber es war gerade heute. Ich dachte, Und kann nicht wahr aber sein. ist ja schon mal gut, dass du. Ist ja schon mal gut, dass du nicht rechts, rechts, Nazi, Nazi und so weiter beschimpft wirst, oder? Da hast du Es schon Glück ist gehabt. inzwischen so albern, es ist völlig egal, womit ich jetzt beschimpft werde. Ich kann darüber bloß noch lachen, weil das einfach, das ist, entbehrt ja jeder Grundlage. Also jeder normal denkende Mensch, der sich meine Sachen anguckt, der weiß ganz genau, was ich damit gesagt habe. Es ist einfach ein Faktenleugnen, was da passiert auf der anderen Seite, mir Ja. derartige Dinge zu unterstellen. Der Witz ist ja, die Schulbehörde hat ja, nachdem ich jetzt die Kündigungsschutzklage gegen diese fristlose Kündigung dann gewonnen hatte, tatsächlich die Anzeige nicht zurückgezogen wegen Volksverhetzung, mit der sie das Ganze versucht hat zu untermauern, ja, die sich auf dieses Video bezieht. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich vor Gericht als Angeklagter. Die erste Runde hat gerade stattgefunden und die sagen jetzt einfach, ja, guck mal hier, der ist jetzt verurteilt in der ersten Instanz mit 120 Tagessätzen, ja, und damit Also vorbestraft, ich würde der das hat ganz, 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 Volksverhetzung begangen. ganz, 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 pass auf, ganz, ganz kurz, um das zusammenzufassen. Also das eine ist Kündigungsschutzklage, die hast du gewonnen. Also auch da, ich will das betonen, dass wir im Rechtssystem immer wieder auch diese Situation haben, dass wir Richtern begegnen, die auch Recht sprechen, die dann auch sagen halt, wie ist das jetzt? Okay, warum schmeißt ihr den raus? Also ist das objektiv ein Anlass oder nicht? Also es ist nicht alles schräg, es ist nicht alles krumm, sondern du hast dort Recht bekommen, also dass das nicht angemessen war, Ja, ich habe es richtig? nicht geschenkt gekriegt, ne, muss man dazu sagen. Ich habe es medial quasi auf meinem eigenen YouTube-Kanal permanent begleitet, also jeden Satz von denen quasi kommentiert, meine Videos nochmal erklärt und viele andere Videos gemacht mit anderen, wo ich mich drüber unterhalten habe. Also ohne diese mediale Begleitung, sage ich mal, wäre es schwieriger gewesen. Die erste Runde habe ich auch verloren tatsächlich in dieser Kündigungsschutzklage. Ich bin in die Berufung gegangen. In der Berufung wiederum war es dann so, dort habe ich erstmal einen Vergleich abgeschlossen. Die Schulsenatorin hat den aber innerhalb so einer Frist, wo die sich noch irgendwie anders entscheiden konnten, wirklich am letzten Tag gecancelt, sodass der Vergleich plötzlich weg war. Der Richter hat dann aber gesagt, okay, jetzt fällig ein Urteil, zack, und hat mir eine vernünftige Abfindung eben zugesprochen von einem Jahresgehalt. Ich meine, davon hätte ich jetzt mehrere kassiert, wenn ich weitergearbeitet hätte. Von daher, es ist fair, aber es ist jetzt irgendwie kein Reichtum, ja, oder? Wenn man sich anguckt, was hier unsere Intendantin vom RBB kriegt für ihre Fehlleistungen, dann ist das irgendwie bei mir immer noch viel zu wenig, was ich bekommen habe. Davon mal ganz abgesehen. Aber okay, kann ich mit leben, dass ich akzeptiere auch, dass die Senatsverwaltung diesen Antrag gestellt hat. Jetzt hebt doch mal bitte dieses Arbeitsverhältnis auf. Das ist ja untragbar. Mit dem können wir nicht zusammenarbeiten. Aber ich habe auch gesagt, wir können uns auch anders einigen. Ich mache jetzt mal den Schulsenat, ja? Ich werde jetzt mal Schulsenator von Berlin und dann räume ich mal euren Laden da auf. Ja? So, das habe ich in meinen Videos gesagt. Ist natürlich eine böse Ankündigung für die, aber man muss ja mal sehen, wir leben in einem demokratischen Land angeblich, in einer offenen und toleranten Gesellschaft und die wollten einfach meine Fakten nicht hören. Und das auch, also wobei sie sich doch im Prinzip zu so etwas wie diesem Beutelsbacher Konsens also zugehörig fühlen und ausgeglichen informieren wollen. Meine Meinung gehört einfach nicht dazu.
Ja, also zu dieser Ausgeglichenheit. Da gibt es eben so einen Frame, den setzt man, den muss man denen überhelfen. Und das ist auch eine Riesenkritik bei mir an diesem ganzen Schulsystem. Wir brauchen diesen ganzen Überbau eigentlich nicht. Ne? Der ist eine reine Behinderung von einer vernünftigen Schule. Weil bei uns in der Schule haben wir eigentlich vernünftig gearbeitet. Da kann man viel informell machen zwischen den Kollegen, sich Zeugs austauschen, sich mal überlegen, wie kriege ich es hin, dass ich nichts doppelt unterrichte, dass jeder vernünftig da mitarbeiten kann, wer kann in welche Abteilung zu welcher Zeit was machen. Das ist ja auch ein Riesenorganisationsproblem, was man schon innerhalb einer Schule hat. Aber wenn man dann darüber noch so ein Erziehungsapparat am Laufen hat, der jetzt den Lehrern noch vorschreiben möchte, was er im Einzelnen zu sagen hat, das ist total ätzend. Also Ja, ich weiß gar schwieriger. nicht, was die da machen, ehrlich gesagt. Für Ja, die ja. Lehrer in der Schule, einen Satz noch, für die Lehrer in der Schule sind das da oben Unterrichtsflüchtlinge. Die drücken sich vor der eigentlichen Arbeit. Ja, das ist auch, kann ich so bestätigen, also mit Lehrern, die ich gesprochen habe, also dass das, habe sehr viel Kontakt auch zu Grundschullehrern zum Beispiel und an der Stelle ähnlich erlebt, also dass das Personen waren, die eben im Praktikum gemerkt haben, auch ich komme nicht klar mit den Kindern. Ne? Und dann, jetzt hat man es aber schon studiert, wo muss ich jetzt her? Also dann gucke ich natürlich insbesondere, dass ich solche Karrieren mache und anstrebe, die in Institutionen vorhanden sind. Und das ist keine gute Voraussetzung per se, um jetzt Konzepte zu schreiben, die dann in die Umsetzung kommen. Und wir haben ein Umsetzungsproblem. Wenn wir die Papiere lesen, da stehen wunderschöne und tolle Sachen, da kann man sagen, so, ja, Chaka, go for it. Aber das, was an Umsetzung passiert, ist das, was du jetzt geschildert hast und auch andere. Rüdiger, müssen auf die Zeit gucken. Du hast jetzt die zweite Klage, ist also, ne, dass du entsprechend wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus, ja, weil du halt dieses Bild gezeigt hast, Impfen macht frei und damit die Assoziation mit dem Dritten Reich hergestellt. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist das Ja, Argument? das ist das eine Video und das zweite, da habe ich im Nebensatz mal gesagt, das wäre ja jetzt die schlimmste Regierung aller Zeiten, die würde ja alle Verbrechen toppen, die jemals in der Menschheitsgeschichte angegangen worden. Das wollten sie gar nicht wissen, wie ich dazu komme, zu diesem Spruch, den darf man einfach nicht sagen, fertig. Das ist Relativierung des Nationalsozialismus. Ich habe es bereits in vielen Videos von mir erklärt. Ich sage es auch noch mal kurz. Wenn man auf die Idee kommt, mit einer experimentellen Spritze 7 Milliarden Menschen, ja, zu traktieren und denen vorzuschreiben, das Ding müsst ihr jetzt nehmen, ohne irgendwelche Risikoabwägungen, was da alles passieren kann, das ist für mich ein Wahnsinnsverbrechen. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, dass das nicht nachvollziehbar ist für jeden logisch denkenden Menschen. Also nach meiner Murphy-Theorie ist das der Killer überhaupt. Das geht gar nicht. Da würde jeder Chef eines Unternehmens bei mir sofort rausfliegen. Und das habe ich im Prinzip auch so angedeutet in Bezug auf die Leistungen der Schulbehörden hier in Ja. Berlin. Das mochten die natürlich auch gar nicht. Also man kann es vielleicht so formulieren, dass man sagt halt, also wenn das stimmt, was wir als Hypothese vermuten, dass diese Impfungen eine solche Übersterblichkeit als Ursache, ja, dass das die Ursache von den Übersterblichkeiten ist, die wir in ganz vielen Ländern leben. Wenn wir das alles zusammenaddieren, dann sind wir jetzt bereits bei mehreren hunderttausend Toten, die über dem normalen Totenstand sind. Und das ist die Argumentation, dass du sagst halt, wenn man das festlegt, über welches Leid es hat Menschen zugefügt Ja, worden, also dann klar. können wir den Also nicht Bereich nur, festmachen, was wir ich finde es auch total daneben, nur die Toten sich anzugucken. Völlig daneben. Ja, die vielen Kranken, die jetzt ständig krank sind, die ein geschädigtes Immunsystem haben, das sind dreistellige Zahlen von Millionen, ja, Milliarden vielleicht. Also ich habe schon gehört, dass jemand sagte aus unseren Kreisen hier, jeder Dritte hat merkbare Schädigungen seines Gesundheitssystems. Das muss man sich mal vorstellen. Von 7 Milliarden jeder Dritte, wie viele das sind, ja. So, und das haben die jetzt bis zu ihrem Lebensende. Und die Pharmaindustrie verdient daran bestens, ja. Und jede Litfaßsäule ist jetzt irgendwie plakatiert mit: Nehmen Sie jetzt die nächste Impfung gegen diesen Krebs und gegen jenen Krebs und jetzt haben auch Kinder Krebs. Und dann denke ich, sind die jetzt völlig irre? Ja, merkt das denn keiner? Wann fängt denn hier endlich mal die Aufarbeitung an? Was ist denn das? Ja, ich war auch heute im Untersuchungsausschuss in Brandenburg, da hat wieder mal stattgefunden.
Da kommt so das eine oder andere raus an Verantwortungslosigkeiten, zum Beispiel des Gesundheitsministeriums, des Schulministeriums. Ich habe mir die live angesehen, diese Personen. Die sind völlig verantwortungslos. Ja. Und das interessiert keinen Danke. hier. Das wird einfach unter den Teppich Ja. gekehrt. Ja, es, glaube, wird, man probiert es, ne? Aber es passiert ja nicht. Also es wird oft gearbeitet, man merkt ja, dass sie damit nicht durchkommen. Also es kippt immer mehr. Deswegen, also lass uns noch, wenn du noch ganz schnell, weil wir sind auch schon wieder über der Zeit, Rüdiger, und wir haben noch die Svenja, die jetzt auch gleich Ja. dann dran ist. Magst du mal kurz die drei Tipps geben oder so, wie müsste Schule gestaltet sein, damit Kinder, Lehrer, Eltern glücklich sind, beziehungsweise, oder was können Lehrer tun, wenn autoritäre Anordnungen erteilt werden? Was würdest du sagen im Nachhinein, wie kann man es machen, also dass man dann nicht ein Teil des Systems wird, sondern halt auch sagt, so, ich habe das Beste im System gemacht oder eben auch schlichtweg rauszuspringen. Was kann man da als Empfehlung geben aus deiner Sicht? Also ich glaube, ich würde genau den Weg nochmal wieder gehen, den ich gegangen bin. Ich habe einfach offen diskutiert. Ich habe die Sachen auf den Tisch gepackt. Ich habe die Fakten benannt, die bekannt waren und frühzeitig. Ich habe sie auf die Tische gelegt im Lehrerzimmer, das, was bekannt war. Ich habe die Kollegen dazu ermuntert, sich damit zu beschäftigen. Ich bin zum Chef gegangen und auch zur Fachleitung, um einfach mal zu sagen, lies doch mal das Buch. Die haben es getan. Es war eigentlich alles okay, aber wenn man dann zusätzlich eben als Medienlehrer noch Videos macht, wo man dann, wie ich das auch gemacht hatte, dann die Maske mit Markenkreuz vergleicht oder so, dann kommt man natürlich gleich ins Visier. Das kann man sich wirklich mal schenken, sage ich mal. Das braucht man nicht unbedingt, aber alles andere darf man dann tun. Und das sollte man auch tun. Dann soll man eben vergleichen mit, was weiß ich, dem Honni oder dem Stalin oder dem Mao oder weiß der Teufel was, könnt ihr alles tun. Lasst einfach den Nationalsozialismus weg und dann läuft das auch. Ja? Ja, Also sehr schön. Also immer sind drauf, wir immer alles benennen. Anders geht's nicht. Man hat ja seine sehr gut. eigenen Also roten ich habe Linien. mir Kommunizieren. ja. Also wenn ich das richtig verstehe, sagst du halt, also, ne, also in den Kontakt zu gehen, auch zu sagen, ich habe es mitgebracht, bitte schau mal rein. Also das kann ja nicht verboten sein. Also wenn das verboten ist, auch schon, ja, dann muss man sich überlegen, jetzt ist das autoritäre System endgültig eingefügt worden, jetzt sind wir endgültig in DDR 2.0. Also wenn wir nicht mehr dem anderen was zeigen können, wo wir sagen, halt, schau mal, ich verstehe das nicht, komm, ich habe die Information, jetzt höre ich das, passt für mich nicht zusammen. Kannst du mir mal helfen, wie ich das zusammenkriegen soll? Weil wenn das stimmt, was ich daraus vermute, dann haben wir hier eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und Ja. wir als Lehrer haben auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern. So, bis dahin, glaube ich, haben wir Konsens, ist eigentlich zu fordern. So, und jetzt ist die Frage, wenn das System auf einmal Druck ausübt. Und ich glaube, da kommt jetzt ein individueller Unterschied. Manche Lehrer sind stabil genug, ne, die haben deine Charaktere. Du sagst ja, ah, ich habe Widerstand, ich lebe. Ja, so, ne, vom Typ her, glaube ich, bist du jemand, der auch Spaß dran hat, ne, Reibung zu haben und dann auch diskutieren, was gucken halt, Diskutieren was ist denn schon. hier, was ist da. Ja. Ja, aber mit offenem Erwartungshorizont tatsächlich, wie ich das auch gelernt habe in der Lehrerausbildung. Ja, ich komme mit meinem Input rein und dann erwarte ich, dass da was kommt. Natürlich piekse ich, Ja. damit da Ja. was passiert oben in der Birne. Das ist ja meine Aufgabe als Lehrer, einfach mal Ja. provokante Thesen in den Raum zu werfen, wo sie sich dann überhaupt mal Gedanken drüber machen. Ja. Also Ja, wer zum genau. Thema Energiepolitik nicht mal das Wort Flatterstrom in den Mund nimmt, der macht als Lehrer ja schon was falsch, weil das muss man ja schon mal verstanden haben, damit man dann merkt, oh, da gibt es ein Problem. Ja, aber warum nennen die das so? Und wenn ich dann gucke, dann weiß ich, wo das Problem ist. Zum Ja, Beispiel, das war genau. jetzt nur eines von, ach, mir fallen Ja, ja klar. 100 Das solche ist Sachen ein. genau. Und das ist ja erstmal wertfrei, sondern und ist nicht hetzend, sondern ist erstmal halt, lass uns darüber diskutieren, dass wir da Na klar. anschauen, wie kann ich auch, ne? Und ja. Okay, vielen Dank, lieber Rüdiger, dass du uns da also auch diese persönliche Betroffenheit, das war mir ganz wichtig, auch das nochmal mit zu kommunizieren als Betroffener im System. Also gibt es da so viele Möglichkeiten, und wenn man, ne, du bist da eine stabile Persönlichkeit, du hast dich getraut, du bist reingegangen, du bist auch noch drüber gegangen und bist jetzt in der Situation, und wir wünschen dir, dass du da auf jeden Fall auch das Recht bekommst, was dir zusteht.
Ich werde jetzt auch mal werten, das ist eine Frechheit, was man mit dir macht. Um das mal so klar zu sagen, ich leide da mit dir, also dass da jemand mit dem Rückgrat ist, der sich traut, das so zu benennen und dann so an die Wand gespült wird wie du. Ne? Ja, also ich danke für die Also sehr Einladung, ne? beeindruckend. Hier geht es wirklich um die Abschaffung der Meinungs- und Kunstfreiheit in meinem Fall. Da muss man ganz genau hingucken, wie sich der Fall weiterentwickelt. Und dann Ja. meine größte Bitte an alle, immer schön angstfrei bleiben. Ja? Das ist das Wichtigste. Danke dir für dir. Bitte.